Let's. Oha. Und there we go. Das ist das, was ich meine. Come on. Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video auf meinem Kanal, wenn man das sagen kann. Und zwar spielen wir heute eine Runde GeoGuessr. Das ist einfach ein Spiel, wo man im Browser quasi über Google Street View erkennen muss, wo man sich befindet. Das ging ursprünglich über die ganze Weltkarte und man kann irgendwie so sagen, grob in welchem Land man ist und so. Aber ich habe jetzt auch eine Map quasi gefunden für Paris, natürlich passend eben zu meinem The Architect Paris Let's Play. Und was ich ganz spannend finde, mal zu sehen, wie das jetzt funktioniert und wie es vielleicht funktioniert, wenn wir mit dem The Architect Paris Let's Play ein bisschen weitergekommen sind, ob das überhaupt einen Unterschied macht oder nicht. Ich werde das Ganze jetzt als No-Move-Challenge quasi spielen. Also ich werde mich drehen können, aber ich kann hier diese Pfeile nicht benutzen und ich kann mich eben nicht fortbewegen. Das Ding ist, ich werde wahrscheinlich erstmal ziemlich schlecht das Ganze abschließen, schätzungsweise, da ich tatsächlich das letzte Mal vor einer Ewigkeit, glaube ich, in Paris war. Das müsste irgendwie 2006 oder so gewesen sein, als kleines Kind, und deswegen kann ich mich noch kaum irgendwie daran erinnern. Aber ich versuche es einfach mal und bin mal gespannt, wie schlecht ich tatsächlich abschneiden werde. Weil ich glaube tatsächlich bei dem bei der Weltkarte bin ich gar nicht so schlecht im GeoGuessr, aber jetzt für sowas Spezielles wie Paris könnte es echt schwierig werden. Ich werde auch mal ein bisschen zoomen. Es sieht so aus, als wären wir hier an einem kleinen Traffic Hub. Also von irgendeinem Distrikt quasi so ein bisschen. Voilà. Der innere Teil, also in die Richtung. Ich habe tatsächlich wenig Ahnung zum aktuellen Zeitpunkt, ob das jetzt eben, welcher Distrikt das ist. Ich schätze mal, es ist noch in der Nähe, also hier um diesen äußeren Ring drum. Und zwar sieht das hier nach einem kleinen Park aus. Das ist kein großer, oder? Aber ich denke, das ist hier schon eine der schöneren Ecken. Also ich glaube, es ist ja eher sowas, wo es auch ein bisschen mehr grüner ist. Ich würde hier erstmal in so eine Richtung tendieren. Oh, hier haben wir doch was. Hier haben wir so kleine Parks und so einen, ich glaube, das ist ein Bahnhof, ne? Ich würde mal sagen, vielleicht sind wir hier. Und ich war tatsächlich falsch. Dankeschön. Ich habe 18 Punkte bekommen, das ist sehr wenig. Aber ja, klar, auf der Karte wird es ein bisschen schwierig. Wir waren tatsächlich innerhalb des Kreises noch. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir schon so zentral liegen. Hier ist der Park. Und okay, den Fluss habe ich nicht gesehen, oder? Ach, das war wahrscheinlich der Fluss. Ich habe da gedacht, da würde unten so eine U-Bahn, S-Bahn oder irgendwie sowas langführen. Oh, und hier ist ein großer Bahnhof. Okay, alles klar. Gut, das war erstmal ein Griff ins Klo, würde ich sagen. Versuchen wir es mit der nächsten Runde. Okay, alles klar. Die Architektur kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ja, so müsste es ja sein. Hier vor allem Hausmann-Style und hier extrem. Ja, also das ist ja eben die Architektur, die wir auch in die Architect Paris am häufigsten vorfinden, die wir aber eben auch hauptsächlich ändern. Kann das hier schlecht lesen. Wie gesagt, ich will mich eben nicht bewegen, weil ich glaube, so bei so einer kleinen Map macht das irgendwie ein bisschen den Sinn kaputt. Also bei einer richtig, also wenn du über die ganze Weltkarte spielst, dann kannst du dich natürlich hier bewegen, weil das, glaube ich, keinen großen Unterschied macht. Aber wenn du eh schon in Paris drin bist, also ich will jetzt nicht irgendwie dann zur nächsten Sehenswürdigkeit einfach springen. Wir sind also an einer Polizeistelle irgendwo. Ansonsten sieht es schon sehr nach Innenstadt aus, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist sehr innenstädtisch, wenn man das so sagen kann. Aber wo genau? Das ist, glaube ich, eher so diese. Ja, es ist sehr viel von der historischen Architektur hier. Also würde ich sagen, es war, soweit ich mich erinnere, hier Val de Grâce, da haben wir auch schon gebaut. Das war eigentlich ein relativ historischer Distrikt. Ich würde mal sagen, hier ist eine große Kreuzung, also mit einigen Straßen. Und das ist hier eben dieser historischere Distrikt, würde ich sagen. Deswegen, let's, oha, und there we go. Das ist das, was ich meine. Come on. In die Richtung möchte ich hin, so ungefähr. Das ist ungefähr mein Ziel. 605 Meter, ich denke, das ist, also halber Kilometer, das ist gut. Kann man sich weniger beschweren. Und ich glaube, auch die Herleitung hat einigermaßen Sinn gemacht. Okay, hier sehen wir direkt ein bisschen, ja, modernere Architektur, vielleicht ist
das direkt modern nennen kann, aber eben, naja, vielleicht Nachkriegsarchitektur oder so. Oh Gott, ich habe keine Architektur studiert, ich vermute nur, ich bin mir nicht sicher. Wir können natürlich, das wird mir wenig helfen, sage ich euch ehrlich. Also hier Batignolles, ich versuche jetzt auch nicht da irgendwie stundenlang rumzusuchen, ob ich da irgendwelche Namen wiederfinde. Ich glaube, das geht auch ein bisschen am Sinn und Zweck vorbei. Europaflagge. Boah, ich glaube, das ist eher so ein Touri-Bereich auch. Kann das sein? Also ein bisschen auch, ja, der öffentlichere Teil, wo viel abgeht. Da kann ich jetzt gerade nicht so viel erkennen. Ich denke, hier sind wir auch wieder eher im innerstädtischen Bereich. Da gehe ich von aus. Wir haben hier auch, ja, diverse Läden. Ja, wie gesagt, also ich denke eher hier auch. Können wir hier mal hingehen? Außer also die See ist falsch. Hey, ich glaube, wir gehen mehr in den Norden. Ich glaube, wir gehen hier in die Richtung. Eine fette Straße. Könnten wir vielleicht von dieser Straße. Ich würde sagen hier, oder? Was könnte so ungefähr die Straße sein? Das ist hier die Kreuzung, wo wir sind. Oh ja, ich habe tatsächlich nicht die. Wir sind gekauft. Ich habe nicht so viel Geld. Wir müssen warten. Und können continuen. Und wir sind 2,7 Kilometer. Ich denke, okay. Also die Richtung hat gestimmt auf jeden Fall. Noch ein bisschen mehr außerinnenstädtisch. Was ist das hier für Wortneuschöpfung? Da haben wir uns befunden. Hier ist die fette Straße. Da war die Kreuzung. Ja, also. Na, das ist so ein bisschen ausbaufähig, würde ich sagen. Oh, okay, spannend. Das sieht doch mal wieder ganz anders aus. Uiuiui, sehr spannend. Sehr viele verschiedene Architekturstile, muss man sagen. So ungefähr, so wie das bei mir in meiner Karriere aussieht. Naja, nicht ganz, aber. Okay, spannend. Also, das finde ich tatsächlich sehr spannend. Wir haben hier sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die abgehen. Deswegen wird es auch, glaube ich, schwer hier zu sagen, wo wir eigentlich gerade sind. Gerade deswegen hier wiederum sehr modern. Ich glaube, auf der anderen Seite auch. Nee, dann ist etwas nicht modern, aber auf der anderen Seite war sowas Schlossartiges. Boah, das wird schwierig. Da bin ich ehrlich jetzt. Uiuiui. Ich tue mir da sehr schwer, das gerade zu erkennen, wo wir hier sein könnten. Ist die vierte von fünf. Ich will jetzt. Hier? Vielleicht waren wir noch nicht. Nee, ich glaube, das ist auch eine andere Ecke. Nee, ich muss. Nee, das ist auch nicht. Also, ich glaube, entweder in die Richtung. Oder in die Richtung. Und ich glaube. Sorry, nee, also. Ich glaube, ich gehe mal risky. Oh, hier. Das hier? Ich weiß nicht, was es ist. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so zu 100% aus, aber das hier könnte das hier sein. Ich gehe einfach mal risky. War es nicht. Aber es war wohl einigermaßen in der Nähe. Vielleicht war es ja hier. Ja, genau, das hier. 2,5 Kilometer. Okay, okay. Fair enough. Und wir sind in der letzten Runde angekommen. Bei Picard. Pizzeria. Und. Ach du heiliges. Ich sag's euch, also doch, ist es echt extrem schwer für mich. Ich hoffe, dass ich mal besser hinkriegen werde. Nee. Also hier auch wieder sehr wenig Anhaltspunkte für mich. Also ich habe keinen wirklichen Plan. Ich denke mal. Also das sieht schon wieder ein bisschen außerhalb. Ich muss das irgendwie anders formulieren. Das sieht für mich so aus, als läge es ein wenig mehr außerhalb der Innenstadt. Das ist das, was ich sagen will. Die Gebäude sind noch ein bisschen niedriger und so. Ja, denke mal. Jetzt sind wir vielleicht außerhalb. Vielleicht. Hier waren wir vorhin, oder? Meine ich. Doch, hier waren wir vorhin. Das hätte ich wahrscheinlich das angeklickt, aber jetzt glaube ich es dann doch nicht. Ey, hier ist so eine enge Gasse. Ich denke hier. Come on. 1,5 Kilometer. Die Richtung hat gestimmt. Also,
Ich hätte deutlich schlechter liegen können, wenn ich jetzt hier das ausgewählt hätte. Es war gerade noch im Innenstadtbereich. Also jetzt innerhalb von dieser E15. An dieser Stelle. Aber ja, die grundsätzliche Richtung habe ich doch stolz 1,5 Kilometer. Und ich würde sagen, nicht schlecht fürs erste Mal. Hätte besser laufen können. Aber genau, hier kommt ja die erste Runde, das glaube ich auch sehr kaputt gemacht. Wenn ich die erste Runde, glaube ich, besser gewesen wäre, also so wie bei den anderen Runden dann, wäre ich echt sehr, sehr zufrieden schon gewesen. Aber ich hoffe mal, dass wir das vielleicht irgendwie in ein paar Wochen nochmal wiederholen können und dass es dann nochmal ein ganzes Stück besser läuft. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr freut euch genauso sehr wie ich auch auf die nächste, die Architect Paris Karriere-Folge, die natürlich wieder am Samstag kommen würde. So ist immer der Plan. Vielleicht gibt es davon eine Abweichung, aber das ist auf jeden Fall das, was ich gerade momentan anstrebe. Und ja, bis dann, macht's gut, haut rein und bye bye.